Jetzt geht's zur Landung. Landung einfach. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Los geht's. In dieser Lektion lernen Sie die Navigation zu einem Flugplatz sowie die Landung auf diesem. Wir werden hierfür drei Navigationsmodi nutzen: Route, zurück zur Basis und Landung. Diese Submodi werden automatisch entlang der Flugroute aktiviert, können aber auch manuell eingeschaltet werden. In dieser Lektion werden wir den automatischen Modus verwenden. Ich habe die Mission pausiert, um ein paar Finessen erklären zu können. Was wir in dieser Lektion lernen werden, ist der automatische Wechsel vom Routenmodus zum Rückkehr zur Basismodus und anschließend zum Landemodus. Aktuell ist der Routenmodus, ENR, aktiviert, wie im HUD unten links zu erkennen. Dieser Modus erlaubt uns, automatisch von einem Wegpunkt zum nächsten zu fliegen, genau wie in der letzten Lektion. In dieser Lektion werden wir den manuellen Wegpunktwechsel anwenden. Unser aktueller Wegpunkt ist die 0, der Startwegpunkt, wie auch unten rechts im HUD angezeigt wird. Drücken Sie Linkssteuerung und Accent Circumflex, um manuell zum Wegpunkt 1 zu wechseln. Gut, Sie sehen nun, dass der Wegpunkt 1 selektiert ist und die Entfernung 8,6 Kilometer beträgt. Drücken Sie erneut Linkssteuerung und Accent Circumflex, um zum Wegpunkt 2 zu wechseln. Wegpunkt 2 ist 15,5 Kilometer von uns entfernt. Wie wir in der letzten Lektion gelernt haben, wird der direkte Flugweg zum Wegpunkt mit dem gelben Pfeil auf dem HSI angezeigt. Die weißen Doppelpfeile zeigen den Weg zum geplanten Flugpfad an. Direkt oberhalb des HSI befindet sich der künstliche Horizont oder auch ADI genannt. Das ist eine Hemisphäre mit einer weißen und einer schwarzen Sphäre. In der Mitte befindet sich ein Flugzeugsymbol. Das Flugzeugsymbol bewegt sich nicht beim Wechseln des Anstellwinkels, es bewegt sich allerdings beim Kurvenflug. Befindet sich das Flugzeugsymbol in der schwarzen Sphäre, so zeigt die Flugzeugnase in Richtung Boden. Befindet sich das Flugzeugsymbol in der weißen Sphäre, so zeigt die Flugzeugnase über den Horizont. In der Mitte des ADI befinden sich zwei gelbe Linien, die Ihnen helfen sollen, den nächsten Wegpunkt via Kurslinie zu erreichen. Die Kurslinie ist die direkte Linie zwischen zwei Wegpunkten. Die vertikale Linie zeigt den benötigten Winkel, um die Kurslinie zu erreichen und zu halten. Befindet sich die vertikale Linie in der Mitte des ADI, so fliegen Sie auf der Kurslinie. Ist die vertikale Linie links oder rechts, so bewegen Sie den Steuerknüppel in die Richtung, um die Linie wieder in der Mitte halten zu können. Die gelbe horizontale Linie zeigt die Flughöhendifferenz zur Kurslinie an. Befindet sich die Linie oberhalb der ADI-Mitte, so ziehen Sie den Steuerknüppel nach hinten, um die Linie in der ADI-Mitte zu halten. Befindet sich die Linie unterhalb der ADI-Mitte, so drücken Sie den Steuerknüppel nach vorne, bis sich die Linie in der ADI-Mitte befindet. Oberhalb und auf der linken Seite des ADI befinden sich die Anzeigen für die Peilungs- und Flughöhenabweichung. Je weiter sich diese Anzeigen von der ADI-Mitte befinden, desto höher Ihre Kursabweichung vom nächsten Wegpunkt. Lassen Sie uns das auf dem Weg zum Wegpunkt 2 üben. Ich werde die Pause aufschalten, sobald Sie die Leertaste gedrückt haben. Sie müssen zuerst den Kurs zwischen Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2 abfangen. Beachten Sie, dass die ADI-Anzeigen und der Kreis im HUD dieselben Informationen darstellen. Fliegen Sie das Flugzeug so, dass die ADI-Nadeln in der Mitte des ADI platziert werden. Alternativ können Sie das Flugzeug auch so manövrieren, dass der Kreis im HUD kontinuierlich in der HUD-Mitte gehalten wird. Denken Sie auch daran, dass der geplante Kurs sowie die Fluggeschwindigkeit ebenfalls im HUD angezeigt werden. Fliegen Sie zum Wegpunkt 2.
Da Sie nun den letzten Flugroutenwegpunkt erreicht haben, hat das System automatisch den Rückkehr zur Basisnavigationsmodus eingeschaltet. Dies wird auch mit dem RTN-Symbol unten links im HUD angezeigt. Das Navigationssystem wird Sie nun automatisch zum Abfangwegpunkt für das Instrumentenlandesystem führen. Die Flugplatznummer für den Flugplatz Mostock ist in diesem Falle die 17, hier unten rechts im HUD dargestellt. Fliegen Sie auf dem dargestellten Kurs. Wir haben den ILS-Gleitstrahl erreicht und das Navigationssystem hat automatisch den Landemodus aktiviert. Unten links im HUD wird nun entsprechend LNDG als Navigationsmodus dargestellt. Das ILS hilft uns, das Flugzeug auf dem richtigen Gleitpfad zur Landebahn zu halten. Das K zeigt an, dass der ILS-Landestrahl erfasst wurde. Das umgedrehte L unten rechts im HUD zeigt an, dass Sie sich auf dem Gleitstrahl befinden. Falls nicht bereits geschehen, reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit auf 400 km pro Stunde und fahren das Fahrwerk mit G aus. Falls nötig, fahren Sie die Luftbremsen mit B aus. Fahren Sie die Landeklappen mit Linksshift und F aus. Ebenfalls auf dem HUD wird nun ein großer und ein kleiner Kreis dargestellt. Der große Kreis ist die Weganzeige. Halten Sie diesen in der Mitte des HUDs. Der kleine Kreis zeigt die Landestrahlabweichung an. Versuchen Sie, diesen ebenfalls in der Mitte des HUDs zu halten. Befindet sich der große Kreis im oberen HUD-Bereich, so fliegen Sie zu niedrig. Und zu hoch, falls er im unteren HUD-Bereich steht. Befindet sich der große Kreis links von der HUD-Mitte, so sind Sie zu weit links vom Landestrahl und entsprechend zu weit rechts, falls der Kreis rechts von der HUD-Mitte steht. Sobald Sie sich auf dem Landestrahl befinden, nutzen Sie Ihre Fluggeschwindigkeit, um die Flughöhe zu kontrollieren. Sie haben soeben das äußere Funkfeuer überflogen. Ihre Fluggeschwindigkeit sollte nun zwischen 290 und 310 km pro Stunde liegen. Sie haben nun das innere Funkfeuer überflogen. Die Landegeschwindigkeit sollte nun bei 250 bis 270 km pro Stunde liegen. Sie befinden sich nun über der Landebahn.
Sobald der Radarhöhenmesser 5 Meter anzeigt, bewegen Sie den Schubhebel in die Leerlaufstellung und ziehen Sie die Nase leicht hoch, um die im Hut rechts angezeigte Sinkrate auf 1 bis 2 Meter pro Sekunde zu reduzieren. Sobald die Räder den Boden berührt haben und ihre Geschwindigkeit unter 250 km pro Stunde gefallen ist, öffnen Sie den Bremsschirm mit P. Halten Sie die Taste W, um die Radbremsen zu aktivieren, bis das Flugzeug zum Halt kommt. Sieht so aus, als ob Sie das Flugzeug in einem Stück gelandet haben. Sie können die Mission nun mit der Escape-Taste beenden. Naja, das war jetzt nicht so sauber. Nee, das gefiel mir jetzt noch nicht. Aber gut, das müssen wir üben. Wir sind zumindest heil runtergekommen und jede heile Landung ist eine gute Landung. Gut, dann zur nächsten Landung. Die soll schwieriger sein.